Hi, mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich wollte eigentlich schon viel mehr Videos machen zur The Voice Staffel, zur aktuellen The Voice Staffel, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde und das sehr, sehr gerne mache, auch sehr gerne mit euch gemeinsam und hatte einfach irgendwie nicht so die Zeit. Das lag zum einen an einer Tour, zum anderen an der CD, an diesem kleinen Baby hier, das ich vor 2 Wochen herausgegeben habe. Und es hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Übrigens, wenn ihr gerne reinhören möchtet, das könnt ihr gerne hier oben machen. Und darum, ja, war ich da nicht so fleißig mit den Videos. Macht aber nichts, weil heute habe ich wieder Zeit und Lust. Und ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns gemeinsam mal den Jan an. Ich bin total gespannt. Ich habe noch nichts von ihm gesehen bis jetzt und bin mega gespannt, wie er klingt. There's a light, a certain kind of light. They're never shown on me. Oh shit. Mega schön, mega schöne Stimme, mega schönes Timbre. Spannend. Das ist ja auch, also vielleicht, wenn ihr die Sendung jeweils ganz seht, dann wisst ihr auch mehr über die Kandidaten als ich. Das ist immer das, was ich eigentlich, ich möchte wie eben einfach immer die pure Performance haben und auch über die sprechen. Darum, ich weiß gar nicht so viel über ihn, aber es macht einen total internationalen Eindruck. Bin gespannt, oder ich wäre gespannt, ob das eigentlich ein Deutscher ist oder nicht, weil es macht einfach, seine Aussprache ist sehr gut, so all diese Effekte, die er nutzt auf der Stimme, das hat total was eben Aktuelles und was Internationales und das ist schon mal, also der erste Höreindruck, finde ich, ist mega, super schön. Also ich mache hier, das ist was ich liebe, so way, Luft, die Luft, die rauslässt, das gibt sofort so einen warmen, samtigen Klang, super. Everybody say, to do each and every little thing, but what good does it bring? Okay, also ich muss schon mal sagen, ich habe mir eben was von allen Videos, die man sich auswählen konnte, das auch ausgewählt, weil den Song kennen ja wahrscheinlich praktisch alle, oder? Das ist so eine Bee Gees-Nummer. Und ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, den Song eben ein bisschen langweilig. Ich finde den gar nicht so spannend. Und dann dachte ich mir, oh, bin ich gespannt. Für so eine Sendung möchte man ja einen Song, der irgendwie total zeigt, was die Stimme kann. Also was der Sänger aus der Jahren draus macht. Und das ist ja sowieso, der Song ist ja, der wurde gecovert ohne Ende von Nina Simone über Janis Joplin, Tom Jones, ich glaube auch Rod Stewart, Michael Bublé, also was kenne ich denn noch? Bonnie Tyler auch, glaube ich. Roberta Flack. Also gibt's unendlich viele Versionen von diesem Song. Und da war ich einfach sehr gespannt, was er daraus macht. Und bin jetzt sehr gespannt, ob er da... Er macht ja schon deutlich mehr als die Bee Gees. Die Bee Gees... Ah, ich sag nachher was dazu. Aber ich finde es schon toll, dass es schon ein bisschen weiter weg geht vom Original. To love somebody the way I love you. Okay, cool. Also es zieht schon mal mehr an, ist schon mal mehr Dynamik da, auch ein bisschen mehr Power da. Das ist ja was bei den Bee Gees, das ist ja auch total ihr Markenzeichen. Es ist alles so ein bisschen
soft, natürlich auch androgyn in der Wahl von der Stimme. Es ist jetzt nicht, ich meine, die Bee Gees haben jetzt nicht so die krassen männlichen Haut drauf Stimmen, oder? Es ist ja alles eher zurückgenommen und das gefällt mir natürlich schon mal gut, dass jemand, der die Stimme hat von Jahren, sich so einen Song aussucht und dass er schon ein bisschen mehr an Dynamik reingibt. Ich bin gespannt, ob er noch ein bisschen mehr gibt, weil das würde ich mir wünschen. Ah, süß. Er hat eine super schöne Stimme, alles sehr kontrolliert, sehr, sehr schön. Jetzt fällt mir gerade auf, und vielleicht finde ich den Song darum so ein bisschen langweilig, weil es hat natürlich total lange Pausen. Und es wäre zum Beispiel auch spannend gewesen, die noch ein bisschen mehr zu füllen. Also mit einem kleinen Riff, einer kleinen Ornamentation oder einfach nur schon mit einem Yeah oder einfach so ein paar Töne mehr. Das wäre was, was ich jetzt auch noch toll gefunden hätte, aber vielleicht kommt das noch. Zum Beispiel auch hier statt You don't know what it's like. Man kann natürlich auch die Melodie ein bisschen verändern. You don't know what it's like. Oder so, könnte noch ein bisschen, sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. Könnte da stimmlich noch ein bisschen mehr zeigen. Das ist auch was immer schön ist. Weil die Stimme von Jan finde ich super. Kann man nicht sagen, finde ich, ist eigenständig und bringt so tolle Ecken und Kanten mit. Und ich weiß nicht, wie er als Typ ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich sonst, also er wirkt wie ein er wirkt jetzt nicht gerade wie ein Anfänger auf der Bühne. Und ich denke, er hätte da eigentlich die Kapazität und auch den Mut, da noch mehr zu machen. Schade, dass da nicht ein bisschen mehr gekommen ist, so an mehr Tönen oder mehr Riffs. Er war clever, hat sich für den Schluss aufgespart. Sehr schön. Und ja, auch der Effekt, dieses Rollende, gefällt mir natürlich sehr. Super, super. Das gefällt mir sehr gut. Übrigens, ich werde immer wieder gefragt, ich weiß auch nicht, wie oft ich das noch erwähnen soll in den Videos. Ich habe schon so oft gesagt, was er macht, schadet der Stimme überhaupt nicht. In dem Fall, es hat auch nicht direkt was mit der Stimme im Sinne der Stimmlippen zu tun, sondern er nimmt seine Stellknorpel und die lässt er aneinander vibrieren. Und wenn die so zusammenkommen, wenn man das leicht macht, klingt das so ein bisschen wie eine Krähe. Und wenn man es stärker macht, yeah, dann hat es so einen trommelnden, rollenden Effekt. Das ist das rein ist nur Knorpelmaterial, das macht der Stimme überhaupt nichts. Super, ja, schön. Ja, das ist wirklich, es braucht ja gar nicht so viel. Wenn man einfach mal eine Note wirklich lang hält, eben ein bisschen Effekte nutzt oder eben mal ein bisschen von der Melodie abweicht, das ist schon, ich glaube, das sind auch die Momente, bei denen viele Leute Emotionen verspüren. Wenn vielleicht das, was sie kennen, wenn das wirklich ein Song ist, den viele kennen, ist manchmal für mich total schwer einzuschätzen, wie viel oder welche Songs andere Leute auch kennen oder nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ein Song, den man, wenn man nicht gerade 15 ist, so ein bisschen älter, dass man den relativ oft kennt, dass viele Leute den kennen.
dann ist es natürlich wirklich schön, wenn man ein bisschen davon abweicht, wenn man eine neue Variante reinbringt. Und ich finde, das macht er super. Es war eine ganz schöne Version. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht schon ein bisschen früher mehr gekommen wäre, aber er wollte sich das Feuerwerk zum Schluss aufsparen, was wunderbar ist, was natürlich sein gutes Recht ist. Und ja, wird spannend sein, da noch mehr zu hören. Sehr schön. Aber für mich wirklich Aufgabe erfüllt, einen ja eher ein bisschen langweiligen Song schön präsentiert. Gefällt mir sehr gut. Nämlich Wunder, was ihr sagt. Gefällt euch der Song an sich oder gefällt euch die Performance? Lasst mir gerne einen Kommentar unten. Und wenn ihr mögt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.